Es folgt die Originalaufnahme des Notrufs und somit die letzten Worte des Opfers. Das Ganze könnte verstörend auf dich wirken. Wer sensibel darauf reagiert, sollte jetzt bitte abschalten. 911, what's your emergency? Well, I've just been shot. What, I'm home? I've just been shot. Where are you at? Okay, how did you get shot? Did you get my grandma shot me. Your grandma and grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. No. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. Where are you shot at? Where are you shot? My chest. Your chest? Yes. Okay, who? Are your grandparents still there? No. Where did they go? I don't know. So you don't know where they went? They shot you, though, right? Yes. Okay, I know we got help on the way. I promise you that, okay? You said it's in your chest? Yes. Okay, did you get some kind of, can you walk or are you sitting? I'm sitting. Okay, I don't want you to move. Okay, just keep on breathing. Okay, and it just happened? Are you there? Keep talking to me. Jonathan kann kaum atmen. Er kämpft mit dem Tod. Ganze 3 Minuten versucht die Mitarbeiterin am Telefon, ein Zeichen von John zu bekommen. Dann hört sie Schüsse. Seine Großmutter ist diejenige, die auf ihn schießt. Die 74-jährige Sandra Lane kommt mit erhobenen Händen aus ihrem Haus, schaut die Polizisten an und brüllt: Ich war's. Ich hab meinen Enkel erschossen. Was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hat, ist unfassbar. Sie zumindest behauptet, dass es aus Gründen der Notwehr geschah. Die insgesamt 10 Patronen, die sie abfeuerte, erzählen eine andere Geschichte. Ihr Lieben, ich freue mich wie immer über jedes einzelne Like, das ihr diesem Video gebt. Ihr wisst ja, nicht für die schreckliche Tat, aber für die Recherche dahinter. Dankeschön. Der 17-jährige Jonathan Hoffman, genannt John, lebt seit etwa 9 Monaten bei seinen Großeltern in West Bloomfield außerhalb von Detroit, Michigan. In dieser Stadt hat er seinen großen Freundeskreis und die Schule. Um zu verstehen, wie es dazu kam, dass er bei seiner Oma lebt, gehen wir jetzt auf seine Vergangenheit ein. Jonathan wurde am 9. Oktober 1994 geboren und 2 Jahre später kommt seine kleine Schwester Jessica auf die Welt. Die beiden wachsen eng zusammen und John ist der große Bruder, zu dem Jessica aufsieht. Er ist ein aufgeschlossener, sehr charmanter Junge, der besonderen Wert darauf legt, dass sich alle gut verstehen. Immer für einen Witz aufgelegt und der berüchtigte Klassenclown an seiner Schule kann er es gar nicht sehen, wenn andere sich streiten. Freunde beschreiben, dass John, wenn's brenzlig wird, beinahe jede angespannte Situation mit seinem Humor auflösen kann. Er ist strikt gegen Gewalt und setzt sich regelmäßig für Schwächere ein. Was deshalb erstaunlich ist, da er selbst eine zierliche Statur hat und etwa 1,65 Meter groß ist. Aber John beweist mit seinem unerschütterlichen Selbstbewusstsein, dass seine emotionale Intelligenz über den körperlichen Vorteilen seiner Mitschüler steht. Belegt wird das Ganze durch seinen Kleidungsstil.
Er trägt überwiegend weiße T-Shirts und seine grauen Hosen und das begründet er folgendermaßen. Die Menschen sollen mich wegen meinem Charakter mögen und nicht für meine Klamotten. Seine Eltern ließen sich scheiden, als Jonathan noch in der Grundschule war. Sie bemühten sich allerdings, die Familie immer zusammenzuhalten, wohnten nicht weit voneinander entfernt und kümmerten sich beide gleichermaßen um die Kinder. Jedes Jahr unternehmen die vier gemeinsame Urlaube und reisen dafür immer nach Arizona, in ihre mittlerweile zweite Heimat. Sie ist etwa 3000 Kilometer von Michigan entfernt und erfordert eine Flugzeit von etwa 3,5 Stunden. Als John ca. 15 Jahre alt ist, entscheidet sich seine Mutter dazu, mit den Kindern dorthin zu ziehen und neu anzufangen. Dort angekommen folgt ein schwerer Schicksalsschlag, der alles durcheinander bringen wird. Bei seiner geliebten Schwester Jessica wird ein Hirntumor entdeckt. Für die bestmögliche Behandlung und die bevorstehenden Operationen entscheiden sich die Eltern für ein spezielles Krankenhaus in Arizona. Um das Ganze so stressfrei wie möglich zu gestalten, zieht nun auch der Vater dorthin, um seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Nachvollziehbar, dass John mit der Krankheit seiner Schwester überfordert ist, aber der Umzug gibt ihm offensichtlich den Rest. Er vermisst seine Heimat, seine Freunde und das gewohnte Umfeld. Außerdem war es sein letztes Jahr in der Highschool in Michigan und er hatte bereits vor dem Umzug eine Zusage an der Eastern Michigan Universität. John versucht es zunächst in Arizona, allerdings kommt er an der neuen Schule kaum zurecht. Nicht, weil er sich nicht eingliedern kann, denn John ist ein sehr kontaktfreudiger Teenie. Mit seinen mittlerweile 16 Jahren ist er aber verständlicherweise auch mit sich selbst beschäftigt und die Sehnsucht nach der Heimat nagt an ihm. John unterstützt seine kleine Schwester, wo er kann, und versucht ihr Kraft für all das zu geben, was ihr bevorsteht. Sie hat insgesamt 4 schwere Operationen vor sich. Mit seiner Art schafft er es aber, sie immer wieder zum Lachen zu bringen und sie kurz vergessen zu lassen, wie es um sie steht. Wenn er mal nicht im Krankenhaus ist, dann verbringt er viel Zeit alleine, da Jessica die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern benötigt, wofür er Verständnis hat. Er kommuniziert immer öfter, dass er gerne zurückgehen würde, um seinen Abschluss im gewohnten Umfeld zu machen. Also bietet seine Großmutter Sandra sich an, dass er bei ihr leben dürfte, bis er aufs College geht. Sein Vater ist strikt dagegen, da er möchte, dass die Familie zusammenbleibt. Außerdem konnte Michael seine Ex-Schwiegermutter noch nie leiden. In seinen Augen war sie schon immer kontrollsüchtig und engstirnig und der Umgang mit ihr gestaltete sich schon immer schwierig. Johns Mutter Jennifer hat ebenfalls Bedenken und tut sich schwer mit der Entscheidung. Die Oma gibt sich allerdings die größte Mühe, die beiden davon zu überzeugen, John gehen zu lassen. Sie verspricht, dass sie sich gut um ihren Enkel kümmern wird. John wäre, laut ihr, viel glücklicher in Michigan. Das ist wohl das Argument, das Jennifer überzeugt und sie trifft die Entscheidung, John bei ihrer Mutter wohnen zu lassen, obwohl Michael immer noch dagegen ist. Michael glaubt zu diesem Zeitpunkt aber, dass John seinen Eltern auch ermöglichen wollte, ihren ganzen Fokus auf die kranke Tochter legen zu können. Sandra lebt zusammen mit ihrem Ehemann Fred in einem Wohngebiet, das überwiegend von Rentnern bewohnt wird. Das Gebiet ist eingezäunt und wird überwacht. Fred ist über 10 Jahre älter als sie und es ist für beide die zweite Ehe. Sandra hat 20 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet und fing dann als Immobilienmaklerin an. Sie vermittelte Fred das Haus und kurz darauf wurden sie ein Paar, sodass sie das Haus gemeinsam bezogen. Bei ihren Nachbarn sind die beiden bekannt und beliebt. Sandra hat insgesamt 5 Kinder und 9 Enkelkinder. John ist ihr Lieblingsenkel. Als er dann bei seiner Großmutter einzieht, hat Sandra natürlich eine neue Verantwortung. Zunächst klappt das Zusammenleben ganz gut. John ist in seinem letzten Highschool-Jahr und es gibt soweit keine Schwierigkeiten. Er ist sehr beliebt an seiner Schule. Alle freuen sich darüber, dass er wieder da ist und seine Noten sind sehr zufriedenstellend. Sein Bekanntenkreis ist riesig und er verbringt viel Zeit mit Freunden. Johns große Leidenschaft sind Computer und alles, was damit zusammenhängt. Freunde beschreiben ihn als Technikfreak. Wenn er mal Zeit für sich hat, baut er sich seine eigenen Computer zusammen. Aber eine Sache gibt es, die Sandra nach einigen Monaten völlig gegen den Strich geht, was bald zu regelmäßigen Diskussionen führt. Ihr Enkel konsumiert mittlerweile Substanzen, speziell das sogenannte K2 oder auch Spice, also eine synthetische Designerdroge. Als künstliches Cannabinoid wirkt es deutlich stärker und somit viel gefährlicher als das pflanzliche.
Psychosen, Herzrasen, Bluthochdruck, Aggressivität, Bewusstlosigkeit, Zittern, Erbrechen, Halluzinationen, Angstzustände und Taubheit mit möglichen Langzeitschäden sind nur einige und meiner Meinung nach schwerwiegende mögliche Nebenwirkungen dieser Substanz. Viele Todesopfer erlitten einen Herzstillstand. Sie kann ähnlich wie Cannabis wirken, ist in den meisten Fällen aber um ein Vielfaches stärker und kann somit eben auch zum Tod führen. Außerdem macht sie viel schneller abhängig und der Entzug ist umso intensiver. Der Konsum ist deshalb so gefährlich, weil man nie ganz genau sagen kann, was wirklich drinsteckt, beziehungsweise wie viel davon. In Deutschland ist seit dem Jahr 2009 der Handel mit Spice verboten. In den USA gilt das seit 2011, meine ich. Der Tod als Folge durch Konsum dieser Substanz wird jährlich und in verschiedensten Ländern erschreckend oft nachgewiesen. Also am besten Finger weg, wer auch immer sich gerade angesprochen fühlt. Wenn es nach mir ginge, könnte ich euch jetzt ewig weiter davon erzählen, um diejenigen zu schockieren, die das in Erwägung ziehen. Aber heute soll es um John gehen und diese Substanz ist nur ein Teil seiner Geschichte. Es ist nicht ganz bekannt, seit wann John diese Substanzen also zu sich nimmt, aber klar ist, dass er wohl mehr mit den letzten schlechten Neuigkeiten zu kämpfen hatte, als er durchblicken ließ. Denn er kommt nicht wirklich weg davon. Er soll zunehmend mit Aggressionsproblemen zu kämpfen haben, laut Sandra. Ihre Reaktion darauf ist Kontrolle. Sie kontrolliert seine Leistungen in der Schule, ist in ständigem Kontakt mit den Lehrern und hat ein Auge auf seine Noten. Ich verstehe, dass sie handeln muss. Ich verstehe aber auch, dass ein ausgeprägter Kontrollzwang möglicherweise das gegenteilige Ergebnis bei einem Teenager bringt. Sandra aber behauptet, dass normale Konversationen gar nicht mehr möglich seien, aufgrund der Ausraster ihres Enkels. Aber John soll schon bald die erste Lektion daraus lernen, denn er wird bei einer Polizeikontrolle rausgezogen und die Polizisten finden etwas in seinem Auto. Er wird daraufhin zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt und muss somit regelmäßig Urinproben zur Kontrolle abgeben. Dass Sandra alles andere als begeistert ist, macht Sinn. Seine Freunde unterstützen den Konsum tatsächlich auch nicht. Sie versuchen, John davon zu überzeugen, die Finger davon zu lassen, weil sie verstehen, dass seine Zukunft gefährdet ist. Max ist einer seiner besten Freunde. Die beiden lernten sich in der 9. Klasse kennen und verstanden sich auf Anhieb gut. Sandra wird später sagen, dass Johns Konsum ein wirkliches Problem darstellte. Er soll sich verändert haben. Die Substanzen machen ihn laut ihrer Aussage, wie bereits erwähnt, aggressiv und gewalttätig. Zu Hause würde es dadurch immer wieder zu Auseinandersetzungen und Gewaltausbrüchen kommen. Es soll sogar so weit gehen, dass er seine Computer und die Ausrüstung in Rage zerstört oder Türen im Haus eintritt. Johns Eltern versuchen den Spagat zwischen kranker Tochter und dem Sohn, der nicht bei ihnen lebt, irgendwie zu stemmen. Seine Mutter besucht ihn regelmäßig und ist im telefonischen Kontakt mit ihm und Sandra. Von den angeblichen Aggressionsproblemen erzählt Sandra seinen Eltern aber rein gar nichts. Später wird sie aber behaupten, sie hätte mehrfach versucht, sowohl die Eltern als auch Johns Schule um Unterstützung zu bitten, wäre aber angeblich auf beiden Seiten immer auf Desinteresse gestoßen und keiner hätte gehandelt. Dann kommt es zu einem Vorfall, bei dem John selbst den Notruf wählt. Er hat mal wieder eine Substanz zu sich genommen, hat dieses Mal aber mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen. Aus Angst um sein Leben lässt er sich in ein Krankenhaus einliefern und wird dort für ein paar Tage beobachtet. Seine Mutter bekommt das mit und setzt sich sofort in den nächsten Flieger, um bei ihrem Sohn sein zu können. Als es John besser geht, spielt Jennifer mit dem Gedanken, ihren Sohn wieder mit nach Arizona zu nehmen und ihn dort in eine Entzugsklinik zu bringen, sodass er mit Unterstützung von dem Zeug wegkommt. Sie erinnert sich an ein Telefongespräch mit ihrer Mutter, in dem sie besorgt den Vorschlag machte. Sandra hingegen antwortete ihrer Tochter, dass sie der Meinung sei, sie könne sich besser um John kümmern und er solle noch ein bisschen bei ihr wohnen bleiben. Sie hätte alles im Griff und er würde sicher sehr bald wieder auf sie hören. Johns Freunde können Sandras Aussagen später absolut nicht bestätigen. Sie hätten noch nie erlebt, dass John aggressiv oder gewalttätig geworden sei, auch nicht unter Einfluss der Substanz. Auch hätten sie über die insgesamt 9 Monate, die er bei seiner Großmutter lebte, nie etwas davon mitbekommen, dass er zu Hause Schwierigkeiten hatte. John verlor nie ein böses Wort über seine Oma. Klar hatte sie eine Verantwortung für ihn, beziehungsweise nahm diese komplett auf sich, da sie sich ja nicht groß mit seinen Eltern austauschte.
Und Konsum ist mit Sicherheit besorgniserregend. Aber irgendwas an ihrer Geschichte ist äußerst fragwürdig. Entscheidet selbst. 18. Mai 2012. John wird von Sandra an diesem Mittwochmorgen zu einem Drogentest gefahren. Dort angekommen, diskutiert sie zunächst mit den Beamten, weil sie nicht versteht, warum sie nicht bei dem Test dabei sein darf. Doch ihr wird der Zugang zum Untersuchungsraum untersagt. Ich kann mir vorstellen, dass sich ihre Wut an diesem Punkt schon innerlich staut. Als John den Test nicht besteht, wird die Heimfahrt dementsprechend unangenehm. Gegen Abend soll er einen zweiten Termin wahrnehmen, um den Test zu wiederholen, aber auch dieser fällt positiv aus. Es ist ca. 17 Uhr. John ruft Max an und erzählt ihm von dem positiven Test. Er hört sich ängstlich an, laut Max, aber er hört sich nicht wütend oder high an. John erzählt ihm, dass seine Oma völlig ausgerastet sei und ihm droht, ihn nach Arizona zurückzuschicken. Max macht sich Sorgen, denn John wirkt eingeschüchtert, fast panisch. John bittet seinen Freund, ihn in etwa einer halben Stunde abzuholen. Er würde sich melden, wenn Max losfahren kann, und legt auf. Es vergehen 20 Minuten, doch John meldet sich nicht. Dann geht ein Notruf bei der Polizei ein, der von einem Nachbar getätigt wird. Er berichtet, dass er erst mehrere Schüsse gehört hat und dann tatsächlich von einer Patrone fast gestreift wurde. Kurz darauf geht der herzzerreißende Notruf von John bei der Polizei ein. Als Sandra schreiend aus dem Haus kommt, wird sie sofort festgenommen. John wird oben in seinem Zimmer gefunden. Er liegt auf dem Bauch, ist blutüberströmt und nicht mehr ansprechbar. Insgesamt 6 Patronen trafen ihn in der Brust, im Rücken, den Armen und im Bauch. Einige davon wurden aus nächster Nähe abgefeuert. Die Patronen in seinem Rücken zeigen aber, dass er offensichtlich gejagt wurde. Überall im Haus sind Blutspritzer und blutige Fußabdrücke zu finden. Die Rettungskräfte eilen mit John ins Krankenhaus, aber dort kann ihm niemand mehr helfen. Es ist etwa 18 Uhr, als er offiziell für tot erklärt wird. Sandra wird festgenommen und in U-Haft gebracht. 2 Tage später wird sie angehört. Sie besteht darauf, dass sie aus Angst um ihr Leben geschossen hat. Insgesamt 10-mal. Und hier ist ihre Version dazu. Sandra berichtet von den beiden positiven Tests. In ihrer Version war es John, der im Auto auf der Rückfahrt völlig ausgerastet sei. Er soll mit den Füßen gegen das Cockpit getreten und ihr mehrfach ins Lenkrad gegriffen haben. John soll laut ihr, ich zitiere, in schmutziger Jugendsprache geflucht und rumgeschrien haben. Sie musste angeblich 3-mal am Straßenrand halten, um einen Unfall zu verhindern. John schrie wohl immer wieder, dass er nach Arizona abhauen würde, weil er keine Lust hätte, ins Gefängnis zu gehen. Er soll seiner Oma befohlen haben, ihm $2000 und den Autoschlüssel zu geben, worauf sie aber nicht einging. Zu Hause angekommen, sei sie völlig verängstigt in ihr Schlafzimmer gegangen, um sich ihre Waffe zu schnappen und diese zu laden für den Fall. Zitat: Ich wollte, dass er hört. Er sollte verstehen, dass er mir mein Auto nicht wegnehmen kann. Er sollte verstehen, dass er sich auch mein Geld nicht schnappen kann. Ich wollte, dass er meine Regeln befolgt und mir zuhört. Deshalb schnappt man sich eine tödliche Waffe? Sie sei dann nach oben in sein Zimmer gegangen, wo er im Badezimmer stand. John soll aber nicht auf sie gehört haben, trotz Waffe. Stattdessen sei er laut ihr ausgerastet und hätte ihr in den Bauch und gegen den Kopf getreten. Dann sei ein Riesenstreit entstanden. John soll sie angeschrien und übel geflucht haben. Daraufhin schoss sie auf ihren Enkel. Dann sei sie in den Keller geflüchtet, aber John sei ihr hinterhergerannt. Sandra berichtet, dass sie Todesangst hatte. Sie, die die Waffe in der Hand hatte. John soll danach gegriffen und versucht haben, sie ihr aus der Hand zu reißen, weshalb sie ein weiteres Mal auf ihn schoss und schrie, lass los. Während dem Notruf hört man ihre Schreie. Angeblich hätte John nach ihrer Waffe gegriffen, während er also bereits verletzt und blutend auf dem Boden lag und am Telefon um Hilfe bettelte. Auf die Frage, warum sie denn dann erneut auf ihn schoss, sagt sie, ich habe keine Ahnung, ich meine, man tut es einfach, ich habe keine Ahnung. Sie hatte Todesangst. Aber woher hatte Sandra diese Waffe? Dazu gehen wir einige Wochen zurück, denn Sandra hat diesen Streit wohl vorhergesehen. Oder steigerte sie sich in etwas hinein, das ganz anders hätte geregelt werden können?
Sie bekommt durch die Nachrichten mit, dass ein Jugendlicher in völliger Rage seine Familie mit einem Baseballschläger angegriffen hat. Sein Vater starb dabei und seine Mutter ist verletzt davongekommen. Dieser Jugendliche stand unter dem Einfluss von denselben Substanzen, die John neuerdings konsumiert. Daraufhin erzählte Sandra ihrem Mann Fred, dass sie Angst hätte, dass John auch mal so ausrasten könnte. Außerdem würde er sich mit fragwürdigen und gefährlichen Personen umgeben, behauptet sie zumindest. Sie beginnt, alle Wertsachen in ihrem Zuhause sicher zu verwahren, für den Fall, dass John oder einer seiner Freunde auf die Idee kommt, sie zu beklauen. Dann erwähnt sie, dass sie gerne eine Waffe zu Hause hätte, nur für den Fall. Was ihr Mann nicht weiß, ist, dass Sandra sich aktiv darum bemühte, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Sie kauft sich am 27. April 2012 eine Waffe und begründet dies beim Verkäufer damit, dass sie sie zum eigenen Schutz bräuchte. Dann absolviert sie an insgesamt 3 Terminen ein Schießtraining und übt dort, die Waffe zu laden und zielsicher abzufeuern. Die spezielle Munition, die sie sich dafür kauft, richtet durch ihre Beschaffenheit noch größeren Schaden an als normale Munition. Am Tag des Mordes an ihrem Enkel kommt sie von besagtem Drogentest nach Hause zusammen mit John. Ihr Mann ist auch anwesend, deshalb bittet sie ihn darum, mit dem Hund spazieren zu gehen. Er soll einen langen Spaziergang machen. Und jetzt wird's interessant. Sie sagt ihrem Mann, dass er erst wieder nach Hause kommen darf, wenn sie ihn anruft. Hatte sie also schon einen anderen Plan? Oder ist ihre Aussage glaubwürdig, dass John ausgerastet sei und sie im Affekt auf ihn geschossen hat? Fred jedenfalls sagt aus, dass er erst mit dem Hund Gassi war und da er nichts von Sandra hörte, setzte er sich mit seinem Hund ins Gras und schaute sich auf dem Handy ein Spiel an, während er auf den Anruf wartete. Dann hörte er sie reden und dachte sich, hoffentlich geht's John gut und die Polizei kommt nicht wegen ihm. Ihr Mann sagt auch, dass es Streit zwischen seiner Frau und ihrem Enkel gab, ab dem Moment, als der Junge bei ihnen eingezogen sei. Körperliche Gewalt hätte er aber nie zwischen ihnen beobachtet. Fred ist sichtlich mitgenommen wegen der Tatsache, dass seine geliebte Frau angeklagt wird, aber über die Waffe in seinem Haus habe sie ihn nie informiert. Sandra ist völlig geschockt darüber, dass ihr wohl nicht jeder ihre Version von Notwehr abkauft. Sie weint und jammert und erklärt, dass sie ihren Enkel so sehr liebt, bleibt aber bei der Aussage, dass er gefährlich, aggressiv und gewaltbereit war. Seltsam nur, dass sie die Einzige ist, die so etwas über John zu berichten hat. Die Vorwürfe seiner Großmutter sind für Johns Familie und Freunde absolut nicht glaubwürdig. Fred erklärt außerdem, dass Sandra ihrem Enkel einen straffen Regelplan vorsetzte, an den der Junge sich zu halten hatte. Sie war in ihrem Umgang mit John sehr streng und kontrollsüchtig, von Anfang an, nicht erst, nachdem die Sache mit den Substanzen ans Tageslicht kam. John konnte nicht all ihre Regeln einhalten, bemühte sich aber. Sandra machte es wütend, wenn ihr Enkel nicht auf sie hörte. Von körperlichen Ausrastern hätte Fred, wie gesagt, nie etwas mitbekommen. Was ist mit ihrer Aussage, dass John sie am Tattag angegriffen und geschlagen hätte? Nach dem Mord an ihrem Enkel wird auch sie im Krankenhaus untersucht. An ihrem Körper konnte allerdings keine Verletzung oder Spuren von Gewalt festgestellt werden. An Johns Körper hingegen konnten außer den Schussverletzungen weitere Hämatome und Spuren von Schlägen gefunden werden. Insgesamt 6-mal wurde John demnach geschlagen. Da Sandra aber behauptet, dass John aggressiv war, werden die Aussagen der früheren Polizeiberichte vor Gericht als Beweis zugelassen. Ja, die Polizei war schon 2-mal zuvor zum Haus gerufen worden. Einmal war es John selber, der die Polizei rief, wegen den zuvor erwähnten Nebenwirkungen, die ihn erschreckten. Bei der Ankunft der Polizei rannte er ihn förmlich in die Arme, wirkte aber alles andere als aggressiv, eher verängstigt und voller Sorge, an einer Überdosis zu sterben. Er wurde zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht, wo seine Oma natürlich an seiner Seite war. Eine Krankenschwester erinnert sich an ein Gespräch mit Sandra, wo es wohl um Wutausbrüche unter Drogeneinfluss ging. Sandra sagte zu dieser Krankenschwester, dass man so etwas bei John nie befürchten müsse. Ihr Enkel könnte nie jemandem Leid zufügen. Er sei ein guter Junge. An diese Aussage will Sandra sich vor Gericht allerdings nicht mehr erinnern. Nur 4 Tage nach diesem Vorfall ist es Sandra, die Polizei zum Haus ruft. Sie behauptet bei den Beamten, dass John völlig ausrasten würde und von zu Hause weglaufen möchte.
John schrie in der Tat herum und war aufgebracht, als die Polizei ankam. Allerdings behauptet er, dass es seine Oma war, die eskalierte und ihn im Auto einsperren wollte, damit er einfach nicht raus kann, um sich mit Freunden zu treffen. Auf die Frage, ob sie John erstmal mitnehmen sollten, bis er sich beruhigte, antwortete Sandra, dass das nicht nötig sei. Sie würde sich schon selbst darum kümmern. Die Beamten verlassen daraufhin den Einsatz, welcher dann als normaler Konflikt zwischen Aufsichtsperson und Kind als geklärt geschlossen wird. Die Spurensicherung im Haus von Sandra ist ausschlaggebend in diesem Fall. Innerhalb 6 Minuten feuerte Sandra 10-mal ihre Waffe ab. Sie hat keine Spuren von Gewalt, er schon. Ihre Aussagen dazu, dass er hinter ihr her war, als sie in den Keller rannte und sie deshalb nochmal auf ihn schoss, kann definitiv nicht stimmen. Denn John lag verletzt in seinem Zimmer und wählte den Notruf. Man hört während der Aufnahme, dass er kaum noch Luft bekam, vermutlich weil sich seine Lungen bereits mit Blut füllten. Er atmete schwer, wiederholte, dass er schnell Hilfe braucht, sonst würde er sterben. Man hört, dass er immer wieder schwer ansprechbar war. Und in diesem Moment kam Sandra aus dem Keller wieder nach oben. Man hört einen weiteren Schuss. Dann John, der ins Telefon sagt, dass er schon wieder getroffen wurde. Aber von ihrem Enkel konnte zumindest ab diesem Zeitpunkt doch gar keine Gefahr mehr ausgehen. Sandra schreit dann plötzlich los und befiehlt ihrem Enkel loszulassen. Rief sie diese Sätze vielleicht, weil sie sah, dass er am Telefon ist? Waren diese Sätze ein Schauspiel, um die Mitarbeiter am Telefon glauben zu lassen, dass sie gerade angegriffen wird? Dann folgt noch ein Schuss und John antwortet nicht mehr. Sandra sagt dann trocken, ich hole dir ein Glas Wasser. Sie bemühte sich nicht, einen Krankenwagen zu rufen, während der gesamten Auseinandersetzung. Sie bemühte sich nicht, aus dem Haus zu rennen, wenn sie angeblich angegriffen wurde. Sandra versteckte sich nicht im Keller vor John, nein. Sie war da unten, um die Waffe neu zu laden, weil sie bereits ein ganzes Magazin abgefeuert hatte. Die Rekonstruktion der Tat zeigt, dass sie in Wahrheit ihren Enkel jagte. Das zeigen die Positionen der gefundenen Patronen und die Blutspuren. John wollte sich in Sicherheit bringen und wurde dabei 2-mal im Rücken getroffen. Dann muss er sich den Spuren nach kriechend wieder in sein Zimmer geschleppt haben. Die Patrone in seinem oberen Magen wurde abgefeuert, als er schon zusammengesackt auf dem Boden saß, während er telefonierte. Sandra war sich wohl nicht im Klaren darüber, dass man heutzutage tatsächlich herausfinden kann, aus welchem Winkel das Opfer getroffen wurde, ob es dabei schon auf dem Boden lag oder auf den Beinen stand, welche Entfernung der Täter dabei hatte und so weiter. Außerdem ist es fragwürdig, ob Fred das Haus mit dem Hund tatsächlich verlassen hätte, wenn John einen Wutausbruch gehabt hätte, wenn seine Frau in einer so großen Gefahr war, dass sie um ihr Leben bangte. Bei der Obduktion von Johns Leiche konnten die Drogen, die der positive Test bestätigte, nicht in seinem Blut festgestellt werden. Sie wurden an diesem Tag nur in seinem Urin gefunden, was laut dem Gerichtsmediziner darauf hindeutet, dass John sie bereits ausschied. Das ist deshalb wichtig, weil Sandra behauptete, dass John wegen den Substanzen die Kontrolle verlor und sie angriff. Sandras Anwalt sagt, dass seine Mandantin keine Mörderin sei. Sie wäre eine verängstigte ältere Dame, der man ihren problematischen Enkel aufbrummte und damit alleine ließ, weil seine Eltern kein Interesse an dem Jungen hatten. Sie sei ein warmherziger Mensch, der nur helfen wollte. Johns Mutter, Sandras Tochter, bittet den Richter in einer Rede darum, sie für immer wegzusperren. Sandra sei gefährlich und sehr egoistisch. Sie würde wieder jemanden töten, wenn sie die Chance dazu hätte. Jennifer sagt, ich weiß, dass mein Sohn nun im Himmel ist und das ist ein Ort, an dem Sandra nie sein wird. Das ist beruhigend. Nach einem sehr aufreibenden Prozess wird Sandra Lane wegen Totschlags für schuldig befunden. Viele wundern sich darüber, dass sie nicht für Mord verurteilt wird, aber für den Totschlag bekommt sie insgesamt 22 Jahre Haft, was bedeuten könnte, dass sie das Gefängnis nicht wieder lebend verlassen wird. Aber auch zum Urteil hat sie etwas zu sagen, nämlich jammern. Sie weint und fleht den Richter an, weil sie eigentlich mit einer Höchststrafe von 3 Jahren rechnete. Die hätte sie aber tatsächlich nur im Falle einer wirklichen Notwehr anstreben können. Jonathan musste sein Leben mit nur 17 Jahren verlieren. Das alles, weil Sandra sich keine Hilfe holte und der festen Überzeugung war, sie allein könne ihn gehörig machen. An Johns Beerdigung erscheinen unfassbar viele Menschen, darunter all seine Freunde und Schulkameraden.
Sie treten einzeln vor und jeder von ihnen erzählt eine schöne und lustige Story über John. Sie haben wirklich einen besonderen Freund, Sohn und Bruder verloren. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Fall zu sagen habt. Wie immer, ab damit in die Kommentare. Ach so, Abo nicht vergessen, wenn dir meine Arbeit gefallen hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.